Moin Leute, und heute zeige ich euch einen richtig heftigen Merch-Glitch. Und zwar zeige ich euch, wie ihr euren Speedo Custom merchen könnt. Wie geil ist das denn? Und Achtung, Spoiler Leute! Wenn ihr einen gemerchten Speedo Custom habt, könnt ihr sogar euren RC-Tank auch merchen. Aber Leute, das kommt in einem anderen Video. Gut, einen Schritt nach dem anderen. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Naja, für diesen Glitch braucht ihr einen Gift Card to Friends. Das bedeutet jetzt hier, wenn ihr es in ein paar Monaten seht oder sonst irgendwas, könnt ihr auch einen anderen Gift Card to Friends benutzen oder einen anderen, den ich jetzt hier im Video zeige. Aber ihr braucht einen Gift Card to Friends. Gut, in meinem Fall zeige ich euch eine Variante. Für die Gift Card to Friends Variante, die ich euch hier im Video zeige, braucht ihr hier einen Nachtclub inklusive B5 bzw. Terabyte Garage und inklusive Terabyte natürlich. Und außerdem im Terabyte braucht ihr auch noch die Oppressor MK2. Gut, was braucht ihr sonst noch? Ihr braucht natürlich auch einen Bunker inklusive MOC. Im MOC, im dritten Teil, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr das Geberauto, was die ganzen Tuning-Teile hat, was später das Speedo Custom haben soll. Damit ihr Bescheid wisst, gut, das waren jetzt die Sachen für ein Gift Card to Friends allgemein. Jetzt kommen die Sachen spezifisch für den Merch, die ihr noch braucht. Außerdem braucht ihr jetzt noch im Nachtclub dazu eine Speedo Custom natürlich. Aber Leute, ganz klar, es geht nur mit einem Speedo Custom, nicht mit irgendeinem anderen Fahrzeug, auch den Nachtclub. Außerdem braucht ihr hier auch noch ein bisschen Ware zum Verkaufen, so unter 100.000. Ihr müsst nämlich wenig verkaufen bzw. gering verkaufen. Den Grund seht ihr später, Leute. Außerdem braucht ihr hier auch noch einen anderen Zielmodus. Mein Tipp, Leute, nehmt freies Zielen. Den Zielmodus könnt ihr im Story-Modus oder im Editor ändern. Außerdem braucht ihr auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Aber gut, Leute, das waren jetzt die ganzen Voraussetzungen. Aber Leute, bevor wir mit dem Video starten, noch eine kleine Nebensache. Denn die meisten meiner Zuschauer sind tatsächlich nicht meine Abonnenten. Deswegen, Leute, seid euch sicher, dass ihr mich abonniert habt. Es ist kostenlos und falls euch das Video wirklich nicht gefällt, könnt ihr mich immer noch deabonnieren. Aber gut, Leute, ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt mit dem Glitch an. Als erstes seid ihr in irgendeiner GTA Online-Sitzung. Und Leute, euer Freund ist in einer Freundessitzung. Separat. Ganz wichtig, Leute. Denn als erstes müssen wir uns verglitschen für den Gift Card to Friends Glitch. Gut, was müsst ihr tun? Ihr müsst jetzt zu eurem Nachtclub. Seid ihr beim Nachtclub, braucht ihr auch noch eure Oppressor MK2. Habt ihr eure Oppressor MK2 zu euch bestellt, fahrt jetzt zur Garage. Denn jetzt müssen wir unserem Freund erstmal beitreten. Aber Leute, nicht wirklich beitreten, denn sobald die Meldung GTA kommt, lehnen wir diese Meldung ab. Das hat den Grund, dass sich die Meldung jetzt vorgeladen hat, dass wir gleich schneller darauf zugreifen können. Gut, als nächstes, wenn wir die Meldung vorgeladen haben und das Ganze natürlich wieder abgebrochen haben, fahren wir jetzt zu unserer B5-Garage rein, zu der Terabyte-Garage. Und sobald ihr, Leute, sobald ihr in diesem Screen seid, das hier reinfährt oder fliegt, wie auch immer, dann müsst ihr ganz schnell eurem Freund beitreten und so schnell X-Spam wie ihr könnt, dem ist die ganze Meldung, dass ihr euch sicher seid, dass ihr ihm beitreten möchtet und so weiter, natürlich schnell akzeptieren. Gut. Wenn ihr alles geschafft habt, Leute, solltet ihr auch schnell am Anfang des Ladescreens einen verbuggten bzw. unsichtbaren Ladescreen sehen und dann joint ihr ganz normal in die Sitzung von eurem Freund. So, jetzt seid ihr im Modus für den Gift Card to Friends Glitch, denn als nächstes müsst ihr zu dieser Location. Also seid ihr bei dieser Location, müsst ihr jetzt euren MOC zu euch bestellen. Das bedeutet, ihr öffnet euer Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeuge, mobile Kommandozentrale und mobile Kommandozentrale anfordern. Habt ihr das gemacht, Leute, müsst ihr auch noch das Auto aus dem MOC zu euch bestellen. Das macht ihr im selben Interaktionsmenü, denn da steht persönliches Fahrzeug anfordern bei der mobilen Kommandozentrale. Gut, habt ihr beides gemacht und euer Freund ist auch da, könnt ihr jetzt in das Fahrzeug einsteigen. Und wie gesagt, Leute, das Auto hier ist unser Geberauto. Die ganzen Studienteile, die ihr jetzt hier seht, soll unser Speedo Custom später auch mal haben. Aber gut, ihr seid jetzt eingestiegen, jetzt muss euer Freund das Handy öffnen. Geht auf Kontakte, geht auf euch zum Beispiel und geht auf Nachricht schreiben. Das hat einen Sinn, dass bei eurem Freund jetzt so ein Textfeld aufkommt. Und dieses Textfeld muss offen bleiben, Leute. Das ist ganz wichtig, denn in der Zeit, wo er es gemacht hat, könnt ihr jetzt zu eurer Mobilo-Kommandozentrale hinten reinfahren. Und Leute, sobald ihr die rechte Pfeiltaste drückt, um reinzufahren, werdet ihr gefroren sein. Ihr seid gefreezed. Aber Leute, sobald euer Freund rausgekickt wird aus dem Auto, seid ihr wieder entfreezed. Ihr müsst euch nur kurz gedulden. Gut, wurde euer Freund aus dem Auto rausgekickt, fahrt jetzt einfach zurück, steigt aus, öffnet euer Interaktionsmenü und lasst euer Auto einlagern. Ja Leute, ihr lasst das euer Auto einfach einlagern, denn jetzt bestellt ihr über dasselbe Interaktionsmenü wieder euren Speedo Custom. Das ist ganz wichtig, dass ihr jetzt euren Speedo Custom bestellt. By the way Leute, falls euer Speedo Custom warum auch immer etwas weiter weg spawnt, holt ihn jetzt erstmal zu eurem MOC, denn ihr seht doch gleich warum.
Denn als nächstes stellt sich euer Freund einem MOC hin in der Nähe, muss nicht direkt dranlehnen, aber in der Nähe reicht auch schon. Und dann geht ihr jetzt zu Fuß rein. So, ihr werdet jetzt einen unendlichen Ladescreen bekommen. Wie kommt ihr aus diesem unendlichen Ladescreen wieder raus? Naja, ihr müsst jemanden suchen, der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, wir suchen jemanden, der GTA spielt, in einer unserer Freundesliste zum Beispiel. So, haben wir jetzt jemanden gefunden, der GTA spielt, müssen wir trotzdem noch testen, ob er einen anderen Zielmodus hat. Wie geht das? Naja, wir treten den jetzt einfach mal bei. So, die erste Meldung, die sich in GTA lädt, ist ja die Meldung, ob ihr sicher seid, dass ihr hingegen beitreten möchtet. Hier macht ihr nichts, Leute. Denn jetzt geht ihr wieder ins PlayStation-Menü und dreht den nochmal bei. Und jetzt, Leute, zeigt sich, ob er einen anderen Zielmodus hat oder nicht. Denn wenn er keinen anderen Zielmodus hat, also sprich den gleichen wie ihr, dann ändert sich die Meldung GTA nicht. Aber ändert sich jetzt die Meldung GTA, dann hat er einen anderen Zielmodus als ihr und es ist einfach absolut perfekt. Denn jetzt könnt ihr Kreis drücken und ihr seid auf einmal unsichtbar. Was müsst ihr machen? Naja, ihr müsst jetzt ganz schnell zu eurem Speedo Custom rennen und dort einsteigen. Und sobald ihr eingestiegen seid, Leute, werdet ihr euren MOC mit ins Speedo Custom reingezogen. Was ist jetzt passiert, Leute? Naja, wir haben jetzt unseren Speedo Custom aus dem Nachtclub in unseren MOC reingepackt. Aber Leute, was viel interessanter ist, unser Geberauto ist jetzt im Nachtclub. Und zwar in der Ebene, wo das Speedo Custom eigentlich steht. Ihr seht es auch mal kurz, weil ich bin kurz im Nachtclub reingegangen. Ihr seht, dass er jetzt wirklich da steht. Super Sache, Leute. So, was müsst ihr jetzt als nächstes machen? Naja, als nächstes müsst ihr erstmal aus dem Modus raus. Was heißt ihr aus dem Modus raus? Ihr seid ja gerade in diesem Give Custom Friends Modus. Und den müsst ihr erstmal loswerden. Das bedeutet, ihr geht einfach in Editor und dann neue Sitzung oder startet GTA neu. Habt ihr eins von diesen beiden Dingen gemacht, also in meinem Fall war ich jetzt in Editor, müsst jetzt in einer Open Lobby sein. Warum Open Lobby? Naja, wir müssen jetzt einen Verkauf im Nachtclub starten. Aber wichtig, Leute, dieser Verkauf darf nicht irgendwie hoch sein oder viel Geld oder sonst irgendwas. Nein, es muss ein sehr, sehr kleiner Verkauf sein. Warum kleiner Verkauf? Naja, bei kleinen Verkäufen wird halt das Speedo Custom benutzt und nicht diese komischen anderen LKWs. Ihr wisst, was ich meine. Gut, habt ihr diesen Verkauf gestartet, werdet ihr mit eurem Speedo Custom spawnen und der ist schon gemerged, Leute. Aber es ist nicht euer Speedo Custom, noch nicht. Denn es fahrt ihr mit eurem Speedo Custom zu der Stelle, wo der Give Custom Friends Glitch gemacht wird. Denn euer Freund ist mittlerweile euch auch nachgejoint und schaut sich das Auto jetzt so gesehen an. Also er beobachtet das Auto, damit das nicht despawnt oder sonst irgendwas. Das ist wirklich ganz wichtig, Leute. Das Auto darf nicht unbeachtet werden. Denn wenn ihr es jetzt dahingestellt habt, Leute, müsst ihr jetzt GTA neu starten oder neue Sitzung suchen oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall muss jetzt dieser Verkauf abgebrochen werden. Und das geht halt nur mit Sitzungswechsel oder GTA neu starten. So, habt ihr das jetzt gemacht und seid jetzt in einer anderen Sitzung drin als bei eurem Freund, müsst ihr jetzt praktisch den Gift Custom Friends nochmal machen. Das bedeutet, ihr seid jetzt in einer anderen Sitzung und steht vor eurem Nachtclub und habt eure Oppressor MK2 zu euch bestellt. So, jetzt fahrt ihr wieder zur Garage, ladet jetzt die Meldung wieder vor zu eurem Freund, sprich wir treten den bei. Die Meldung, die in GTA erscheint, lehnen wir einfach wieder ab. Soweit, so gut. Jetzt fahren wir mit unserer Oppressor MK2 in die Garage rein. Und sobald wir diesen Ladescreen sehen, wo wir reinfahren, fliegen wie auch immer, treten den jetzt wieder bei und bestätigen jede Meldung mit X. Gut, Leute, seid jetzt in der Sitzung von eurem Freund gespawnt, der immer noch bei eurem Speedo Custom gemerged steht. Ihr müsst natürlich jetzt wieder zu dieser Location hinfahren. Und Leute, ihr müsst natürlich wieder eure mobile Kommandozentrale zu euch bestellen. Aber jetzt, Leute, müsst in eure mobile Kommandozentrale einen LG reinkaufen. Das bedeutet, ihr löscht euren alten Speedo Custom. Habt ihr zu lange gewartet, bis euer LG geliefert wurde, müsst ihr natürlich euren LG aus eurer mobile Kommandozentrale rausbestellen. Habt ihr euren LG bestellt, steigt jetzt wieder ein und euer Freund auch. Euer Freund öffnet jetzt wieder das Handy, geht auf Kontakte, geht auf Nachricht senden und schreibt irgendjemandem eine Nachricht, wie auch immer. Denn das Wichtige ist, dass er immer noch dieses Textfeld offen hat. Hat er dieses Textfeld offen, dann könnt ihr zu eurem MOC reinfahren. Sobald ihr die rechte Pfeiltaste drückt, werdet ihr gefroren sein. Seid ihr gefriest, gefroren, euer Freund wird ein paar Sekunden später wieder rausgekickt und dann seid ihr wieder entfroren. Seid ihr nicht mehr gefriest, Leute, fahrt ihr ein paar Meter zurück, steigt aus, euer Freund stellt sich jetzt wieder in der Nähe von eurem MOC oder lehnt sich dagegen und ihr geht zu Fuß rein und geht auf alleine beitreten. Jetzt habt ihr wieder einen unendlichen Ladescreen. Das bedeutet jetzt natürlich wieder, wir suchen jemanden, der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, Leute, wir suchen jemanden, der GTA spielt. So, jetzt haben wir jemanden gefunden, der GTA spielt. Jetzt müssen wir testen, ob er einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, wir drehen den jetzt erstmal bei.
Sobald die erste Meldung GTA geladen ist, macht ihr nichts, Leute, denn wir drehen den nochmal bei. Jetzt zeigt sich, Leute, ob er einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, wenn sich die Meldung GTA nicht geändert hat, da hat er den gleichen Zielmodus wie ihr. Aber steht er jetzt, solltet ihr sicher, dass er den Zielmodus ändern möchte, dann hat er einen anderen Zielmodus und ist perfekt, Leute. Denn jetzt könnt ihr Kreis drücken, seid jetzt wieder unsichtbar und lauft zu eurem Speedo Custom gemerged. Und sobald ihr eingestiegen seid, boom, habt ihr einen gemergten Speedo Custom. Aber Leute, theoretisch kann man jetzt den Glitch so gesehen jetzt hier beenden. Aber das wäre irgendwie blöd, ne? Ich meine, auf unserem richtigen Speedo Custom Stellplatz steht jetzt irgendein Auto und unser Speedo Custom steht jetzt in unseren MOC und umparken wird schwierig und so weiter und so fort. Deswegen, Leute, zeige ich euch jetzt hier wieder, wie ihr euren Speedo Custom auf dem Stellplatz bekommt. Natürlich mit den Tuning-Teilen, ist ja logisch. So, als erstes, Leute, müsst ihr natürlich jetzt wieder GTA neu starten, denn ihr seid wieder in diesem Gift Custom Friends Modus und um Autos umzuparken oder sonst irgendwas ist das ziemlich blöd. Deswegen startet am besten euer GTA einfach neu. Seid ihr wieder in irgendeiner GTA-Sitzung nach GTA-Neustart gekommen, müsst ihr jetzt wieder eure Mobilo-Command-Zentrale anfordern und bestellt ein Auto aus irgendeiner Nachtclub-Garage. Das hat einen Sinn, dass wir jetzt das Auto so gesehen in unsere MOC reinparken und zeitgleich so gesehen unseren Speedo-Custom in unseren Nachtclub bekommen. Aber Leute, unser Speedo ist ja dann in B2 bis 4, aber nicht in der richtigen Speedo-Garage. Und Leute, das kriegen wir jetzt ganz einfach hin. Denn ihr fahrt jetzt zum Nachtclub. So, seid ihr beim Nachtclub angekommen, könnt ihr jetzt entscheiden, ob ihr eure Geberauto behalten möchtet. Das bedeutet, ich zeige euch jetzt hier auch einen Weg, wie ihr das Geberauto wieder rausbekommt. Aber Leute, wenn ihr sagt, nee, das Auto ist egal, brauche ich nicht mehr, dann könnt ihr diesen Schritt, den ich jetzt euch zeige, überspringen. Aber gut, als erstes geht jetzt in die B1-Garage. Seid in dieser B1-Garage drinne, steht da das Geberauto. Ihr steigt jetzt einfach ein und fahrt hinaus. Seid ihr draußen angekommen, Leute, fahrt ihr wieder zurück in den Nachtclub, aber diesmal wählt ihr eine B2 bis B4 Garage aus. So, falls diese Garage voll ist, müsst ihr jetzt ein Auto auswählen, was ihr so gesehen verlieren könnt. In meinem Fall ist es jetzt hier ein Elegy, aber falls ihr irgendwie Stellplätze frei habt, geht das auch völlig in Ordnung. Und dass so gesehen auf diesem Speedo-Stellplatz nur ein Auto steht, wenn überhaupt, was ihr verlieren könnt. Als nächstes geht es in die B2 bis B4 Garage, wo euer gemerchter Speedo Custom steht. Denn jetzt, Leute, müsst ihr einfach dort einsteigen und was umtunen. Irgendwas umtunen, es ist völlig egal was, aber ihr müsst irgendwas umtunen. Und sobald ihr was umgetunt habt, Leute, könnt ihr wieder aussteigen und wieder in die B1 Garage zurückkehren. Und ihr werdet sehen, Leute, boom, euer Speedo Custom steht jetzt sogar auch in der B1 Garage, beziehungsweise in den Speedo Custom Slot. Und Leute, das war schon der Glitch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich wirklich übelst freuen, einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich immer noch nicht abonniert haben, warum nicht? Der Glitch funktioniert doch, deswegen lasst doch mal ein Abo da. Aber gut, Leute, ich bin mal raus, euer Wombat. Ciao.